Ja, erstmal sind wir zufrieden, dass wir gewonnen haben. Erste Halbzeit waren wir meiner Meinung nach sehr gut. Haben dann Anfang zweiter Halbzeit wieder einfach nachgelassen, was mir immer unerklärlich ist, den Jungs auch. Ja, zittern dann noch in der einen oder anderen Situation, aber ich denke, alles in allem sind wir da auch als verdienter Sieger vom Platz gekommen. Ja, weil wir sind hier nicht wach gewesen von Beginn an und dann geben wir zwei Gegentore, das eigentlich niemals fallen sollen, wenn es ja richtig auf dem Platz hier wach gewesen. Also mit 0-2 Rückstand. Natürlich muss wir schon hier Räume geben. Wir wissen schon, wer ist unsere Gegner. Rügenbergen spielt auf Rasen. Also wir haben auch natürlich diese Woche auf Rasen trainiert. Aber die sind individuelle fahrende Mannschaft. Und ja, wir wollen das Spiel Augenhöhe nehmen und nicht mit 0-2 Rückstand. Ja, dass wir uns wieder die Chancen erarbeitet haben für 4 Tore. Das ist auf jeden Fall das Positive. Das Negative ist, dass wir wieder 2 bekommen haben. Völlig unnötig. Ja, ein Schiedsrichter, ein großer Teil, klare Elfmeter. Vor das 4-2 Fällen muss ja schon hier das Elfmeter hier geben. Und, aber sag ich, ja, wir haben auch nicht so gut gespielt, dass wir schon sagen, ja, wir haben so verdient den Punkt. Wenn du schon hier 3 Gegentore kassierst, dann ist es schwer, hier Punkte zu machen.